Russland hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über die Produktion seines Kurvimpfstoffs Sputnik V in Deutschland geschlossen. Auch mit Unternehmen in Frankreich, Spanien und Italien gäbe es bereits entsprechende Abkommen, hieß es heute in einer Erklärung der russischen Impfstoffentwickler. Mit weiteren Unternehmen gäbe es Gespräche. Dadurch wird es möglich sein, ab der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde, EMA, mit der Versorgung des europäischen Marktes mit Sputnik V zu beginnen. Sputnik V ist derzeit in der EU noch nicht zugelassen, die EMA hat aber bereits ein rollierendes Verfahren zur Zulassung des Vakzins gestartet. Dabei werden erste Ergebnisse wissenschaftlicher und klinischer Tests nach und nach analysiert, bevor alle für eine Zulassung nötigen Daten vorliegen. Bei den bisher von der EMA zugelassenen Kurvimpfstoffen von BioNTech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca hatte das Verfahren zwischen mehreren Wochen und 3 Monaten gedauert.